Sometimes I wonder what keeps me ticking. Sometimes I wonder what keeps me ticking. Audio gamble. Audio gamble. Sometimes I wonder what keeps me. Check it out and show some appreciation. Hallo, hallo, herzlich willkommen zur Soundburg Radio Morning Show, wie jeden ersten Freitag im Monat auf den Frequenzen der Radiofabrik. Ja, heute perfekt in die Sendungsschiene mit eingebunden sind wir. Zwischen einer 80er-Sendung und einer Jazz-Sendung machen wir heute Soundburg Radio The Hard Edition. Zu Gast bei uns heute die Pulsation Austriesch, wenn ich das jetzt richtig ausspricht. Das werden wir die Jungs aber dann gleich fragen, ob das passt. Und jetzt hinter mir steht schon der Kryptotronic, wenn das passt. Ja gut, der spielt uns heute Musik, haufenweise. Fangt jetzt an mit einem Vinyl-Set, freut mich Vollgas. Und dann um 23 Uhr machen wir den Weekender, Veranstaltungshinweise in und um Salzburg. Natürlich auch Interviews mit den Gästen, die da sind. Derer Zahl sind es, glaube ich, sogar 5 so um den Dreh. Was? 2? Wieso 2? 1, 2, warte mal, 1, 2, 3, 4, 5. Ja, passt. 5 Gäste und ich. Die traurigen 6 zu 5 beim Viererquartett. Jo, genug der vielen Worte, machen wir Musik. Du bist soweit, oder? Du brauchst nur draufhauen und anstarten. Gut, dann wünsche ich euch jetzt mal viel Spaß mit der ersten Stunde Kryptotronic. Wir hören uns, wie gesagt, um 23 Uhr zum Weekender und dann Interview und dann gibt es mehr von dieser gemütlichen, entspannenden Musik. Was? Richtig schön zum Schlafen gehen. Du hast das Konzept noch nicht so ganz verstanden. Wir sind eine Morgensendung. Der geneigte Fortgeher steht Freitagabend auf, ist dann bereit fürs Wochenende. Das heißt, wir sind jetzt eigentlich Frühstücksfernsehen. So quasi, kann man sagen. Deswegen hätte ich jetzt gesagt, du musst jetzt was. Fühl dich hinein in die Welt der Aufstehenden und mach einer bitte mal sowas, dass man so richtig sagen kann: Ja, damit kann ich aufstehen. Hast du was? Passt, dann leg los. Genau davon habe ich geredet. Morgen!
awesome in the eye, and then I'll take the punks out feeling funky. Amps in a trunk, and I got more rhymes than this cops at a Dunkin' Donut shop. Sure enough, I got props from the kids on the hill with my mom and my pops. I came to get down, I came to get down. So get out your seat and jump around, jump around.
ihr Potzenlecker seid. Man, jeder hat mal eine Potze geleckt. Ja? Ich bin aber kein chronischer Potzenlecker. Ich fick richtig gerne. Schön die Alte weghauen. Bam, bam, Schläge muss gehen. Der Arsch muss klatschen. Die Eier müssen schön unten an die Potze dran klatschen, Alter. Da werden sie schon. Da werden sie schön nass. Und wenn sie dann hier an die dann die Soße richtig raus. Und da musst du sie richtig rein. Die geile Sauer. Das muss schlägen, du musst ficken, wenn ich meine, immer weiter als meine, die Beine so. Löhne bei der Ehe, dann kommt sie an von dir, die Pfund, Pfund, Pfund. Oh, Schuss, was für mein das ist denen nicht peinlich, aber wenn sie dann schön auf der Potze furzen, so. Oh, oh, das ist mir aber peinlich. Aber den Schwanz in den Mund zu nehmen, bis zu den Eiern, das ist denen nicht peinlich. Schön abschlucken, die Potzen, ne? Och, das schmeckt so schlecht, schmeckt das doch gar nicht. Ja, ja, so sind die abgefuckten Potzen. Und da wollen die mir, was ich soll, asozial sein, weil ich das erzähle. Es ist doch die Wahrheit. Die lassen sich doch aufbiegen, wenn ihre Tage an die Uhr. Die lassen sich nicht. Uah, da kriegst du voll die Breschreiz. We'll be right back.
We'll be right back.
Da hat mir der Hund einfach die Musi. Was? Das gibt's nicht. Plotten ist rund, die dreht sich weiter. Das ist eine schlechte Ausrede. Plotten ist aus, gibt's nicht. Plotten ist immer, wenn es hinten ist, fängt man vorne wieder an. Wo ist meine Maus? Da ist meine Maus. Von wegen Plotten ist aus. So, ich finde das Knipfel nicht. Versteckt ist. So, 23 Uhr pünktlichst, 4 Minuten 20 Sekunden zu spät. Soundburg Radio Weekender. Veranstaltungshinweise in und um Salzburg. Wir beginnen einmal etwas weiter draußen in der Salzburger Umland, in den Umlandgemeinden. Jetzt weiß ich, was ich mir da noch her. Ja, Stille. 200 Jahre stille Nacht, endlich sind wir dabei. Ja, fangen wir an in der Umgebung von Salzburg, und zwar in der Sackhock gibt es morgen die 10 Jahre Mondtonparty. Und zwar gibt es dort zu hören Tikon, Alessandro, Alexov, Fonsex, Genesis, Happiness, Katka Kushi, ja, Mahut, Rax, Salex, Tobiwan und Caligula. Die Deko ist von Cala de Cala, Quendi Art und der Monton Family. Projektionen gibt es von Andromeda Projection Arts 3D Mapping. Das Ganze auf zwei Floors, Indoor Terrace, Chill und Chai Shops, gratis Eintritt für Geburtstagskinder und eine neue Anlage haben sie in der Sackhock. Alter, jetzt gibt es da draußen Function One auf die Uhren. Also, zahlt sich aus, das alles mal anzuhören. Morgen, 2. Februar, 10 Jahre Mondtonparty in der Sackhock in Trimmelkamm. Dann haben wir auch morgen in Salzburg, also wir haben morgen ein Dreiergespann. Wir haben die Mondton in der Sackhock, so Goa. Dann gibt es Psy, wo wir jetzt dabei sind, mit Morten Granau in der Kantine. Da haben wir dann unter anderem auch noch Eclipse, Quadrivium, Bass Club, schätze ich mal. Und die Deko von Electronic Diversity und in der Bakery, die ist hosted bei den Psychedelic Animals mit Psy, Drosch, Schrumpsi und Archimedes. Archimedes, ja genau. Die Bildschirme sind jetzt so weit weg, ich kann schon fast nicht mehr lesen. Ja, das Ganze in der Kantine in Salzburg, dort dann eben Psy mit Morten Granau. Und dann auch noch morgen, für die, die es etwas lieber haben mit Tiefdruck, gibt es die Tiefdruckparty in der Rockhaus Bar. Und zwar dort mit Peter Großkreuz, Ego Morph, der Tanja Lee Chains. Dann haben wir dabei einen Chris Nord, der Renaissance, und meine Wenigkeit, der DJ Gudauf, auch wieder mal an die Decks. Von mir gibt es dann ein fettes Warm-up-Set und wir haben auch so schön geschrieben, mächtig Holz vor der Hütten. Also, nicht das, was ich mit mir mal umtrage, aber das, was wir einstellen. Wir werden da eine eigene Anlage positionieren, so auf Festival-Niveau. Gibt es dann was ordentlich auf die Ohren bei der Tiefdruckparty in der Rockhausbar morgen. In der Rockhausbar, genau. Ja, dann sind wir am 9. Februar, nächste Woche in der Sackhock in Trimmelkamm. Die Pulsation Austrisch, die jetzt bei mir da sitzen, machen die zweite Jahresgeburtstagsfeierparty, irgend sowas. Dazu werden wir es jetzt danach dann gleich befragen, was denn da so ist und was denn da so kann und was da so los ist. Das ist, wie man heute schon gehört hat, die etwas härtere Gangart. Das eben dann am 9. Februar, nächste Woche Samstag in der Sackhock. Dann haben wir am 16. Februar noch in der Kantine in Salzburg Steve Loonies Birthday Crash mit Spartak. Steve Looney, Martin Freudentanz, Luca Tresch und in der Bakery die Anna Reusch. Da ist Tanja Le Chains, Back to Back the Renaissance, Mona Moore, Back to Back Ari und Philectro, Back to Back Benko. Das Ganze übernächste Woche am 16. Februar in der Kantine. Steve Looneys Birthday Crash. Dann auch am 16. Februar im Freisitz in Hallein gibt es eine Classic Club Dance Party. Hostet bei Schicht war Pflicht. Für die, die es kennen, das sind die, die in Salzburg immer wieder mal diese Oldschool-Partys machen, wo es halt dann so Hard Dance und Hardstyle und den ganzen alten Scheiß zum Abschicken gibt. Der Resident von dort, der DJ Mephisto, macht den dann eben am 16. Februar eine Classic Club Dance Party im Freisitz in
Hallein. Ja, soweit hätte ich jetzt einmal gesagt, sind wir durch mit den Veranstaltungshinweisen in und um Salzburg. Dann haben wir jetzt noch veranstaltungshinweisende Leute da jetzt neben mir sitzen von der Pulsation Austrisch. Ihr habt das gesehen, wie ich das mit dem Mikrofon mache? Genau, ganz normal reden, dann kann ich euch nämlich schön einpegeln und dann klingt das auch noch was. So soll es sein. Wer sagt Pipi fein? Pipi fein. Das heißt, ich habe die da falsch erwischt, dann müssen wir auf dem Nummer 4, mach nochmal. Dann darf ich jetzt Pipi fein sagen. Ja, jetzt bist Pipi fein dabei. Sehr gut. So wollen wir das haben. So sollte es sein. Hallo die Herren, wen habe ich denn da sitzen? Servus, Chris. Entschuldige, genau so. Chris, ich bin der Head von Pulsation. Wie spricht man es jetzt aus? Pulsation Austrisch. Also die französische Aussprache. Mehr oder weniger. Mehr oder weniger, warum weniger? Weil es eigentlich ein Mix aus dem Französischen und aus dem Englischen ist. Es war einfach ein Gag, ein Gedanke und aus dem ist das eigentlich so entstanden. Wegen eigentlich am Hang zum Frenchcore. Richtig, genau. Wo kommt dann der englische Einschlag her? Also was ist das Englische im Frenchcore? Der Gedanke an dem war einfach, dass man das im Englischen und im Französischen die Leute so verkaufen kann. Wie hat jeder so ein bisschen seine Spinnerei? Seine eigene Linie sucht und genauso haben wir auch gesagt, dass wir schauen, dass wir da irgendwie eine eigene Linie finden. Ein bisschen abheben von der Masse. Genau, einfach. Genau, das musst du sowieso machen. Wenn du nicht abhebst, bist du wie alle anderen und dann so ist es. Genau, dann bist du Mainstream und das wollen wir nicht sein. Genau, wir sind nicht Mainstream, wir sind der Underground. Genau, richtig. Wir sind so deep. So nein, deep. Es war eine krisse Vision und ich glaube, es ist einfach so, man hat in Salzburg nicht so viel, was auf der Gangart unterwegs ist und mit den BPMs und da wollen wir das alles ein bisschen vier bringen und ein bisschen pushen. Und einmal wieder ein bisschen einen Sound in die Ohren von den Salzburger reindreschen. Das hast du gesagt und genau das ist der Gedanke dahinter, dass man einfach auch für die etwas härtere Gangart, was die elektronische Musik betrifft, dass man da auch ein bisschen was anbietet, weil es ja eigentlich nicht viel gibt. Das stimmt. Früher hat es mehr gegeben. Da war ja die Army of Hardcore zum Hello Beispiel. Hello Heaven, richtig. Ja. Die waren da relativ aktiv. Die sind jetzt leider in alle Himmelsrichtungen verstreut. Leider, ja. Das waren richtig gute Partys. Kämen aber hoffentlich demnächst vielleicht mal wieder zu mir in die Sendung, haben sie mal gesagt. Wenn sie es einmal schaffen. Die haben ja damals an Cave immer gerockt. Ja, das war eigentlich die Party, muss ich sagen, die hat am allerbesten ins Cave reingepasst. Also die war wirklich wie Faust aufs Auge in den Keller da eine gepfercht und geschäbert, bis draußen die Tür gewackelt. Genau, so soll es sein. Ja, genau, wir hoffen auch, dass bei uns die Tieren ein bisschen schäbern, sage ich jetzt einmal. Also, wir haben da, glaube ich, kein schlechtes Line-Up aufgestellt für nächste Wochen. Und mein Eastasia kennt man mittlerweile schon ein bisschen besser. Oder manche sagen eben Eastasia. Ein bisschen Abtempo, einfach. Zwei Floors haben wir, der zweite ist gehostet bei der Dachschaden-Crew, die sind in Tirol schon relativ lang gängig, ist mehr die Tech-Szene und wir konzentrieren uns halt auf unser Kerngeschäft, auf den Chor. Also Tech und Chor. Genau, ja. Und Hardtechno natürlich auch, nichts ja, zu vergessen. Wie spannt sich der Bogen? Also habt ihr jetzt den Mainfloor wirklich Hardcore, also die Core-Variante, Hardcore, Frenchcore, Speedcore, Gava, keine Ahnung was. Wir fangen am Mainfloor mit Hardtechno an und es wird sich noch so entwickeln, dass man mit dem... Wir kriegen schon so weit. Es gab eine Logik, dann wird es leichter. Wahrscheinlich, ja. Mit du musst das Telefon, also du musst das Mikrofon lieb haben. Dann die Party dann beenden. Ja. Also auf dem Mainfloor. Mainfloor Lineup technisch, wen habt ihr dabei? Wildpitcher habe ich gesehen, denn der ist mir noch Begriff. Genau, den haben wir aus der Versenkung geholt. Aus der Versenkung, so versenkt war der gar nicht. Naja, aber 3 Jahre haben wir ja ein bisschen Ruhe gegeben. Und jetzt hat er eh wieder Bock, dass er die Leute ein bisschen seinen Sound um die Ohren knallt. Also ich glaube, er ist schon motiviert. Das denke ich mal, das hat er immer schon können. Ja. Das hat er immer können, ja. Also absolut Wildpitcher in der Hardtechno-Szene Begriff, ja. Liebe Absolut. Grüße an der Stelle, Dani, ich hoffe, du hörst zu. Von dem gehe ich aus. Er muss. Er kann gar nicht anders. Ja.
Ja, also haben wir den, wen habt ihr noch? Wir haben dann... Machen wir die Facebook-Seite. Ihr wisst es auswendig. Doch, wir wissen es, ja. Ja, dann war es ja, wir haben ja lang genug gebraucht, dass wir es auch wirklich daherbringen. Also es war doch viel Arbeit. Und ja, wir haben natürlich dann einen Frenchcore-Act, oder eigentlich sind es ja zwei, Skaldemon versus Keternoise. Also wer die Szene kennt, weiß auch, wer das ist. Und auf die freuen wir uns. Auf die freuen wir uns so richtig. Also das wird eben so eine Versus-Geschichte. Absolut geil, die zwei, was die abliefern. Absolut cool. Ja, weiter. Bin am Prüfen. Also ja, jetzt da du prüfst du gleich noch. Unser Hauptact auf dem Main, Estasia. Die Leute sagen, oder man sagt halt über sie schon mittlerweile, es ist die Princess of Uptempo. Wir sind sicher davon überzeugt, dass das so kommen wird, dass das ein richtig geiles Festel wird. Richtig nice das Ganze. Gibt es dann sozusagen zum Line-Up oben auf der Bühne, unten drunter auch noch einen ordentlichen Unterbau? Irgendwas habe ich da leiten hören. Wie machst du das jetzt? Ja, wir werden ein bisschen ein Soundsystem haben wir noch am Start, falls uns die Boxen von der Sacco, auch wenn es eine neue Anlage ist, jetzt könnte es sein, dass uns die ein bisschen zu leise ist, haben wir uns gedacht, wir holen uns noch das Mad Underground Resistance Soundsystem ins Boot. Die werden da eine Box hinstellen. Ja, wir müssen nur schauen, dass wir das Tasia überhaupt ziehst dann im Endeffekt, weil haben wir ein bisschen was zum Aufbauen noch am Tag davor. Aber ich glaube, dass die Anlage da einen ganz guten Druck macht da drinnen und ich hoffe, dass die Gaumenzapfel massiert werden. Das hast du ja gesagt. Das hast du ja gesagt. Das werden wir uns dann anschauen. Nicht zu vergessen sind unsere Residents, die natürlich auch. Unsere Residents, wir haben ganz klar angefangen. Wir waren, wie wir vor zwei Jahren gestartet haben, waren wir fünf Leute. Mittlerweile sind wir zu zwölft. Da möchte ich auch natürlich an meine ganze Crew noch ein großes Danke ausschmeißen, weil ohne die geht es natürlich nicht. Wirklich verdammt gute Leute in dem Verein. Richtig, richtig motiviert. Ja, und darum werden wir jetzt eine verdammt gute Party abliefern. Das hoffen wir doch. Werden wir Salzburg zeigen, dass es in Salzburg einen guten Hardcore gibt. Und eine gute Party. Ja, und nicht zu vergessen sind auch die Visuals. Also die Darkschatten-Crew ist da ziemlich vorne dabei eigentlich. Wir haben recht nette Bühnenbilder. Sage ich jetzt einmal, also sie haben da was ganz was Liebes für uns vorbereitet. Ich möchte nur das Stichwort Katze geben und jeder, der jetzt gespannt ist auf geile Visuals, der sollte natürlich auch kommen. Also am Sound und an der optischen Untermalung sollte es auf jeden Fall nicht scheitern. Die optische Untermalung. Wo ist eigentlich unsere optische Untermalung, die jetzt normalerweise da hinter mir stehen müsste? Ja, ich weiß es auch nicht, wir brauchen dann ein paar Stangen oder so, gell, glaube ich. Hat die irgendwer vergessen? Oder? Was, die optische Untermalung? Ja, genau. Ja, das ist aber eicher. Na, schau, da ist es. Da ist die optische Untermalung. Optische Untermalung. Ja. Unser Resident, Kryptotor. Einer unserer Residents, wohlgemerkt, ja. Der die Linzer Leute und Linzer Umgebung bedient, das ist der Kryptotronic. Lass mir dann auch kurz herschauen. Weiß nicht, du möchtest dann daher sitzen, wo ich bin. An Dot B haben wir nämlich noch gar nicht erwähnt. Patrick, liebe Grüße an der Stelle. Unbedingt erwähnen, ja. Der ist in Wien schon ziemlich bekannt, liegt relativ oft in der Flucker auf. Frenchcore, Industrial, Hardcore, eigentlich alles, was das harte elektronische Musikerherz begehrt, sage ich jetzt einfach einmal. Und wie du gesagt hast, natürlich der Dot B von Anfang an dabei. Der hat uns von Anfang an unterstützt. War immer da, hat geschaut, dass man mit natürlich allen anderen von Pulsation, dass wir da hinkommen, wo wir jetzt sind und natürlich aus dem Ganzen noch viel was Größeres wird. In der Zukunft. Ja, schauen wir mal, was die Zukunft da noch anbringt. Ja. Und jetzt haben wir eine neue Stimme am Rohr. Grüß euch, hallo. Selbes Problem wie der andere, Kappel nach hinten. Kappel nach hinten. Oder aufhören. Ja, ich glaube, so geht schon, oder? Ja, das funktioniert schon. Solange es nicht auch diesen blauen Mikrofonschwenker. Chef Lauschig. Chef Lauschig, das kann man sich auch nicht flauschen.
Viel zum Liebhaben. Ja, ich habe mir heute schon 27 Mal gesagt, den Namen. Kryptotronic. Kryptotronic, danke. Kommt woher? Von Kryptonit. Vom Kryptonit. Also vom Explosiven. Vom also hat nichts mit Kryptowährung jetzt zum tun. Nein, also mit der Kryptowährung hat nichts zum tun. Ne? Du hast nicht während dem Auflegen noch Bitcoins rechnen lassen. Nein, ja, vielleicht hat es nur noch keiner entdeckt, dass man auf Plotten eigentlich die Bitcoins findet. Man die Nadel oma kratzt, irgendwann hupft dann aus und dann schmeißt ihn in die Taschen und dann bist du reich. Nur blöd ist er, wenn er den Nadel zu weit weggespringt. Ja. Dann muss er wieder vorne fangen. Dann musst du ihn aufklammen. Dann musst du die bucken. Dann ist er Bookcoin und kein Bitcoin. Ja, wie man bei dir sagt, glaube ich, brauche ich die Frage jetzt nicht stellen, ich stelle es trotzdem. Vinyl, MP3 oder rein digital? Was ist dir am liebsten oder warum, wieso? Ja, ich hab angefangen früher mit dem Controller und so zum Spielen und ich bin aber trotzdem dann wieder auf Vinyl umgestiegen. Ganz am Anfang, das waren meine ersten zwei Plattenspieler, das von Billige, vom Konrad. Mit dem schaut man sich nicht. Irgendwo fängt man an. Ich habe damals Amitronic gehabt. Also war ein günstiges Budget da, also haben nicht viel gekostet und mit dem fängst du einfach an. Genau. Und jetzt habe ich halt dann wieder durch das ganze Digitale und so, habe ich gesagt, ja, es ist aber trotzdem mit Ghetto irgendwas an. Ich will was in der Hand haben, ich will was gescheites greifen. Ja. Und wo du aber richtig gut werken kannst. Ja. Und es ist ja trotzdem auch der Sound komplett anders, wenn es das von einer Platte hörst oder wenn es digitalisiert ist. Ja. Da ist trotzdem der Unterschied. Das stimmt, ja. Man hat halt ein bisschen mehr zum Schleppen, aber... Ja, das. Aber da weiß man wenigstens, was man mit hat und was man gut. Und es schadet uns ja nicht. Ja, überhaupt nicht. Ein bisschen Training kann hier schon. Persönliches Fitnessstudio. Ja, tatsächlich. Ich sag's, jetzt mal wieder, wenn ich John Reader auflege. Ich habe mein persönliches Fitnessstudio dabei. Ich habe dann noch meinen Koffer umgehängt und baut mir bitte das Studio nicht an, das brauchen wir noch. Ja, in Linz beginnt's. Ja. Was geht in Linz in der Musikhauptstadt von Österreich eigentlich? Ja, was ich jetzt mal sagen kann, wirklich, also auch von mir, ein Veranstaltungstipp von Freunden von mir. Ich sehe zum Beispiel heute im Club Spielplatz die Spirit Playground. Das ist von den Psychedelic Animals. Das sind sehr gute Freunde von mir, die was eher mehr Goa und Goa spielen. Die haben wir, glaube ich, jetzt dann auch demnächst. Ich glaube, ja, da ist vielleicht irgendwas im Busch, dass man. Was man vorher bei der Veranstaltung sitzt vom Kuh gehört hat. Also. Da wird vielleicht irgendwie was mal vom Busch so aushupfen und dann steht da auf einmal, dass. Ja, lasst dich einfach überraschen, schauen wir mal, was die Zukunft bringt. Und das zweite, was ist nächste Woche, der Flashback Rave. Acid, Hardhouse, richtige schöne alte Schiene, 90er Classics. Und auch zum Empfehlen, auch für den Spielplatz und ja. Also. Was gibt es noch für Locations in Linz? Mal früher hat es ja gegeben, einen Tunnel, einen Chamber, einen Post. Das ist so in Ruhe, Frieden. Ja, ja, natürlich. Die Zeit von früher kommt nicht mehr zurück. Nein, aber was gibt es jetzt? Was ist aktuell? Was läuft? Hauptsächlich gibt es eigentlich nur wirklich in Spielplatz. Zum After-Hour gibt es halt das Zoo. Das war immer das Stonewall. Die sperren meist um 6 in der Früh auf und es geht bis am Nachmittag alles richtig ins After-Hour-Lokal. War auch früher mal ein Zeitheimer von mir, wo ich fast jedes Wochenende drin war. Ein schönes Wohnzimmer. Und sonst eigentlich, ja, das A1, der Musikpark 1, ist ja ein Begriff von Linz. Aber sonst eigentlich, es gibt leider fast nichts mehr oder weniges, was eigentlich... Deswegen müssen wir in Linz auch durchstarten als Pulsation. Ja, da ist eh, sind wir eh. Das heißt, in Österreich haben eigentlich fast alle Städte dasselbe Problem wie Salzburg auch. Das gibt ja bei uns eigentlich auch nicht mehr viel. Ich glaube, es ist relativ ähnlich, ja. Und um. Kantine hast du noch, die noch zumindest ein bisschen ein Querprogramm bieten. Ja, auf jeden Fall, das muss man schon auch sagen. Also, und die haben schon eine gute Mischung drinnen eigentlich. Ich meine, vielleicht ergibt sich da eh einmal demnächst was. Also eher im Sommer dann kann man mal vielleicht ganz, ganz leise an der Stelle vielleicht sagen, dass wir das im Plan hätten, wenn es dann was wird. Ja. Müssen wir schauen, ob man zusammenfindet, aber ich denke schon. Ja. Ja gut, hättest du nur einen Schwank aus deinem Leben, weil sonst hätte ich gesagt, jetzt ratschen wir eh schon wieder ganz schön lang. Ich nicht, aber ich habe da was Kleines, ihr dürft sich bis Ende März freuen, ja. Da wird was auf einmal so aufploppen im Internet und es wird was zu kaufen geben, aber mehr sage ich dazu nicht. Das ist von mir und von einem sehr guten Freund von mir. Und ja, lasst euch überraschen, es wird ein richtiges fettes Brett werden und ja. Dann? Werden wir darauf warten? Was? März, hast du gesagt? Ende März. Wollen wir es verlesen. Und hoffen wir, dass wir das Datum schaffen, aber es wird sicher.
Gut, dann hätte ich mal gesagt, bei euch alle drei, danke fürs Dasein. Ja, danke dir für die Möglichkeit. Jedenfalls, Dankeschön. Immer gern. Und dann zurück an die Decks, genau. Dass wir wieder musikalische Untermalung kriegen von der optischen Untermalung. Genau. Bisschen Frenchcore noch auf die Ohren. Bisschen Frenchcore. Bisschen schneller wie vorher. Dann bin ich mal gespannt, was du unter schneller verstehst. Weil schnell ist immer relativ. Gut, dann danke ich euch schon mal fürs Zuhören auch. Wir sind dann wieder so weit, dass wir dann unseren Kryptotronic wieder an die Decks lassen. Ich finde schon das Nupsel nicht. Das ist so gut verbaut, da komme ich einfach nicht gescheit hin. So, wie schaut es aus bei dir? Sind sie gelinkt? Ich höre noch nichts, die sind gelinkt, ja. Linkt es nicht? Es spiegelt es ja. Es ist aber kein Spiegellink, also es ist wirklich mit Kabel keine optische Täuschung. Gut, dann müssen wir heute noch ein bisschen quatschen und ein bisschen reden. Also für alle, die es vergessen haben, morgen in der Rockhausbar Tiefdruck mit einem Soundburg Radio Warm-Up Set und ordentlich Holz vor der Hütte. Damit wir es nicht mehr gesagt haben. Und der Kryptotronic sucht noch und sucht noch und sucht noch. Du hast das gefunden, dann werden wir mal wieder das Video unter anderem auf dich lenken und den Musikrohr. Bist du soweit? Hau rein. Das hört sich gut an. Das machen wir uns auch. Viel Spaß. Bis später. We'll be right back.
just knew I had to get here, to stand here, and I knew I wanted you to listen. Tiny cells and tiny screens, and bigger cells and bigger screens, and fuck you! Fuck you, that's what boys out there is, fuck you! Fuck you, for sitting there, and slowly the thing gets worse. Fuck you, just fall out of the sky, fuck you!
das Wort des Mikrofons. Little mouse, 'cause I'm an albatross.
What?
Crack with the deal. Deal. Crack, crack, crack with the deal. Deal.
dancing to the music vibe. And the boys just the girls with the curls in their hair, while the shots are in the distance way over there. And the songs they get louder, each one better than before. And you're singing the songs and the music's alive. And you wake up in the morning and you hit the twisted stars. Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? Let go of it and express it all good. You're allowed to do it. You don't have to live with war all the time. Ha! We'll be right back.
One death is not enough to punish. Ich bin ein Assi.
Trompete Peter. Trompete Peter. Trompete Peter. Trompete Peter. Das ist gut. Trompete dabei? Trompete Peter. Ja. Das gefällt mir. Geht die auch noch lauter? Das ist gut. Das gefällt mir.
want this bitch? I'm just a regular, everyday normal motherfucker. 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 I'm just a regular, everyday normal motherfucker.
play my guitar. I've noticed you around.
Flip runter und den Möseneingang beidhändig massieren. Ja, ficken. Saft durch die Explosion in meiner Spalte aussäbeln. Hätte mir am liebsten Gott weiß was in die Möse geschoben, um mich damit zu ficken. Einzig im Streben, mir einen Orgasmus zu verschaffen, und zwar auf der Stelle. Steckte abwechselnd bei diesem mal jeden Finger ins Loch meiner Hand, suchte automatisch nach dem Regler, fand ihn und drehte auf. Wie wild rubbelte ich Kitzel und die Innenseiten der Schamlippen. Ich zappelte wie ein Hecht an der Angel. Das Summen in meinem Höschen wurde lauter. So, mit diesen entspannten Klängen verabschieden wir uns jetzt dann von unserer Sendung. Kurzer Hinweis, die nächste Sendung im März dann mit Monochromik. Viele kennen ihn wahrscheinlich eher als Leitschucki aus der Kantine. Da wird uns dann mal ein bisschen einen Sound auf die Ohren geben. Jo, werden wir schauen, was er macht. Und jetzt haben wir da noch unsere Gäste, die wollen irgendwie nur einen Abschlusskommentar von sich geben. Ganz kurz, vielen Dank an die, dass wir da sein haben dürfen. An mich? Ja, da gerne. Natürlich, ja. Bitte. Hab nichts anderes zum Tag gehabt. Also. Hast ja. Hab Leichtzeit gehabt. Also, Terminkalender war irgendwie zufälligerweise frei an dem Tag. Also, haben wir gedacht, nicht mehr. Gott sei Dank, da haben wir nicht mehr Glück gehabt. Ja, wie gesagt, nächstes Wochenende unser Party. War natürlich geil, wenn es alle vorbeikommt. Und ja, eins darf ich natürlich heute nicht vergessen. Schon vergessen. Ich hab. Steht jetzt so hier vielleicht. Hey Bro, das wird dann schon ich sagen. Genau wie du sagst. Bro, eins darf ich nicht vergessen, dein Geburtstag. Yeah. Dein Geburtstag. Komm her, ich gratuliere dir ganz herzlichst. Bussi, Bussi. Du müsstest dann nur sagen, wem es gratulierst, weil irgendwie im Radio hört man es meines Zeichens bin der Dave, Second Head von Pulsation aus Trich. Ich habe mich vorher leider nicht vorstellen dürfen, weil die, ja, unsere erste Radiosendung, was soll man das sagen? Man hat viel zu mehr erzählen und man bringt es eigentlich eh fast gar nicht runter. Ja, danke Chris für das, dass du mir gratuliert hast. Das ist natürlich ein Ehrentag für mich, den verbringe ich gerne mit euch natürlich, weil danke nochmal an die Pulsation. Ihr seid so wahnsinnig Crew, muss ich auch nochmal sagen an der Stelle. Taugt mir brutal, dass wir uns gefunden haben, dass wir ein wenig was aufziehen wollen in Salzburg, dass das ganz gut läuft und wir da motiviert sind. Ich habe zum echt, ja, in einer nicht so geilen Phase ein wenig Halt geben. Auch die anderen Leute von der Hardcore-Familie, danke an euch alle, jeder, der was zuhört. Schöne Grüße noch nach Hause und ja. Stay hard. Dankeschön. Deep down low, oder? Total nicht. Ja, dann, wir haben nur 20 Sekunden. Geben wir noch Gas.